Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Die Siedler 5. Wir sind bei der Eroberung der Feste Goldberg. Haben hier, guckt mal, hier sind einige Soldaten, die hier gerade ausgebildet werden. Die wollen hier gerade raus. Ich weiß nicht, was die hier wollen. Aber die werden es nicht schaffen, diese Garnison hier zu verteidigen. Denn die wird gleich fallen. So, da habe ich nämlich schon richtig ein Auge drauf geworfen. Dass wir hier die Garnison erstmal platt machen, wobei wir hier die Kanone erledigen müssen. Aua, die tut weh. Kanone ist böse. So, ihr schnappt euch mal die Typen hier. Guckt euch das an hier. Da sind schon wieder Leute, die sich hier versuchen, hier noch irgendwie stärker zu werden. Aber nicht mit mir. Okay, was ist hier los? Ich glaube, hier sollten wir uns vielleicht mal drum kümmern, die Kanonentürme hier rausnehmen. Das ist die Dampfmaschine. Ich wette, die Dampfmaschine sorgt dafür, dass das nächste Tor aufgeht. So, hier haben wir uns jetzt schon... Ich sehe einfach gar nichts. Ist das blöd mit dem Regen. Der Regen ist richtig nervig. Oder Schnee, oder wie auch immer. So, wo kann ich hier eine einen Stall hinbauen? Da kann ich einen Stall hinbauen, wunderbar. Dann brauchen wir ein paar Soldaten und ein paar weitere Soldaten. Und hier habe ich noch einen Leibeigenen, der kann sich doch dann mal das Dorfzentrum schon mal krallen. So, und was geht hier ab? Warum lasst ihr euch einfach so töten? Was ist da los? Warum tut ihr das? Warum greift ihr nicht einfach hier die Kanonenmanufaktur vielleicht mal an? Oder die Schießanlage? Ist mir eigentlich egal. Ist mir eigentlich egal, was ihr angreift. Hauptsache, ihr sterbt nicht. Wo? Jawohl. Hier, die Typen. Macht sie nieder. Die Typen müssen wir... Oh Gott. Die Kanone hat richtig losgelegt. Gleich alles niedergebügelt. Bis in den Tod. Okay, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, das werden wir jetzt wuppen können. So, die Dampfmaschine wird gleich kaputt sein. Wir werden siegen. Ich weiß gar nicht, ob die Dampfmaschine überhaupt reparieren. Reparieren die Dampfmaschine? Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass die Dampfmaschine repariert wird. Wie ihr befehlt. Den Bogenschützen müssen wir raussnipen. Da ist noch ein Bogenschütze, der muss weg. Es ist Zahltag. Und dann haben wir gleich das schon mal geschafft. Okay, und dann auf die Zitadelle. Auf in den Kampf. Auf die Zitadelle. Und Erik, komm mal hier rüber. Hier sind nämlich am meisten Leute. Oh, und die Kanone kommt nicht mehr weg. Angriff. Die Kanone kommt nicht mehr weg. Wie ihr wünscht. Angriff. Ah, komm mal rein. Ja, genau. Dann stehen nämlich möglichst viele Leute drumherum, die dann nochmal den Schadensbonus mitnehmen. So. Ui, das war kurz und intensiv. Ich würde mal sagen, was ich auch nochmal schnell mache. Falls das irgendwie überhaupt ansatzweise was bringt. Weil das Ding natürlich gleich hier kaputt geht. Die Landschaft. Es gibt einen neuen Oh, ein Schlüssel. Mit dem kann Dario nun das große Tor öffnen. Oh, das ist ja cool. Okay, wunderbar. Und jetzt sind die Türme auch gleich verwundbar wahrscheinlich. Würde ich mal vermuten, ne? Ich schätze mal... Ja, der Schutz der Türme ist aufgehoben. Okay, also wir haben als erstes den Schlüssel... Ne? Die Höhle des alten Mannes. Da haben wir den Schlüssel gefunden. Dann haben wir mit Barmacilia gehandelt... Dann haben wir den Schutz der Türme jetzt aufgehoben. Die Invasoren haben wir von den Minen von Goldberg vertrieben. Wir haben das Stadtzentrum aufgelöst und wir haben die Vorburg ebenfalls zerstört. Jetzt müssen wir nur noch die Burgen von Mary und von Kerberos plätten. Nichts leichter als das. Oder ich habe immer noch nicht Architektur erforscht. Das ist eine Schande. Sowas sollte nicht passieren. Eure Siedler werden gesegnet. So. Bauen hier noch mehr Türme hin. Sein muss. Gebt acht, euer Dorf wird angegriffen. Ja, das Gebäude macht uns ruhig Ärger hier. Macht uns ruhig Ärger. So, also hier haben wir jetzt ein paar Scharfschützen stehen. Euer Wunsch ist mir befehlt. Geht mal hier rüber. Und wir bauen mal alles aus hier direkt. So, dann können wir gleich nochmal rekrutieren. Seid unbesorgt. Wie machen wir das denn jetzt am geschicktesten? Also ich glaube, wir holen erstmal alle Leute so langsam aber sicher wieder nach Hause.
besetzen mal den Eisenschacht. Ausbau abgeschlossen. So, die Herrschaften können wir jetzt hier zu den Kasernen holen. Das kann ich. Die brauchen nämlich alle ein bisschen Nachschub. So, und hier können wir nochmal ein paar weitere Türme reinsetzen. Also, sag mal, können die mal aufhören? Können die mal aufhören, auf uns zu schießen die ganze Zeit? Ist ja echt frech. Fällt ihnen ein? So, was fällt dem ein hier? Der hat nichts mehr zu tun. Die haben auch nichts mehr zu tun hier. Wird erledigt. Ausbau vollbracht. Geht er dann am Markt? Ach, guck mal. Unsere Verbündeten hacken da jetzt Feierabend machen. Irgendwie was. Das Gebäude okay. ist ausgebaut. Ja, dann passt das jetzt doch. Hab da gut gemacht, hab da genug getan. Wir sind alle glücklich. Wie viele Minen es hier auch einfach gibt, ne? Das ist schon ganz schön krass. So, kommen wir an den Kanonenturm ran. Ohne, dass er auf uns schießt. Warte mal. Nee. Kann gar nicht sein. Wir haben nämlich Kim und Connor nicht erforscht, was uns... Also was? Reichweite bringt. Ausbau abgeschlossen. Und wenn wir das nicht erforschen, dann können wir auch gar nicht. Eure Siedler werden gesehen. Dann erklärt das auch, dass die Kanonentürme unsere Scharfschützen erwischen. Was brachten nochmal die Ränge? Also ich glaube, der letzte Rang erhöht sogar die Reichweite oder war es doch der Schaden? Ich weiß es gerade nicht. Eins von beiden. Aber Schaden wäre natürlich sinnvoller. Ich bin fertig hier. Reichweite wäre natürlich für mich jetzt in diesem Effekt, in diesem diesem Fall ein bisschen cooler. Das fände ich natürlich besser. 90.000. Einige Siedler haben das ist eine ganze Menge. So. Drei Dorfzentren. Cool. Wir haben schon drei Dorfzentren. Aber damit sollte es uns, denke ich, ganz gut gelingen, Kerberos und Marie de Morvichy dem Erdboden gleich zu machen. Wir haben die Lanzenträger noch nicht verbessert. Auch diesen Fauxpas werde ich jetzt mal entschärfen. So, und jetzt haben wir Architektur. Jetzt können wir nämlich ein paar große, schöne Wohnhäuser bauen. Ach, das ist doch wunderbar. Was könnte man noch Tolles machen? Wir können theoretisch auch Bauernhöfe ausbauen. Das muss ich aber gar nicht. Mache ich aber trotzdem mal. Ich habe noch nicht die Steinmetzhütten ausgebaut. Das Gebäude ist ausgebaut. Es gibt Dario kann jemand noch Truppen holen. Was können wir da holen? Belagerungskanonen. Produzieren nicht genug Essen. Aber lassen schützen. Holen wir uns mal ein paar Belagerungskanonen. Gruppe 5. Die Belagerungskanonen. Sehr cool. Gut, ich würde sagen, Forschung ist abgeschlossen, ne? War jetzt so, ne? Ja. Ausbau fertig. Sehr gut. Nur Mut. Okay, dann reicht das. Dann können wir jetzt hier die Kanonentürme schon mal ein wenig plätten. Achso, und Dario muss natürlich hier hin, damit er... Ja, das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Mit dem Draufschießen. Hä? Das Gebäude. Ach, die machen schon echt ganz schön Schaden, ne? Also zwei Trupps Scharfschützen macht den Turm da in genau derselben Zeit weg wie vier Trupps Aberlisten oder so. Also schon ganz schön krass, was schön Schaden die machen. Kommt hier plötzlich noch irgendwas? Das ist hier oben vielleicht noch. Ja, ich glaube, da oben kommen wir nirgends ran. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. So, da schießen, Leute. Ist doch nicht so schwer. Okay, ich bin sehr gespannt, wie das wird, wenn wir hier gleich die Türen öffnen. Das kann ich. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Oh, Entschuldigung. Was ist los heute hier? Erst niesen, dann husten. Ja, mein Herr. Alles bunt dabei. Wenn ihr mich kitzelt? Und hier ist irgendwie nur die Armee der Hauptmänner. Ja, mehr hat nicht überlebt. Jawohl. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ja, weiß ich auch nicht. Kitzeln, ne? Also mich kitzelt gerade echt im Hals. So boah, ist das eklig. Ich habe glaube ich irgendwie einen Fussel eingeatmet oder so. Boah. Wir erledigen das. So soll es sein. Ja, so ist das. Mit solchen Sachen habe ich zu kämpfen hier. Ist auch ein bisschen anstrengender als Kerberos. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Ja. Ich würde mich ja gerne mal muten hier, ne? Dann muss ich hier... Ich müsste mal hier was
Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. So. Und wenn es jetzt doof läuft, ist das Spiel abgeschmiert. Nein, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. So, jetzt geht's wieder. Jawohl. Halleluja. Meine Güte, was war das denn? Ja, Herr. So, also, Trupp 3. Was sind meine Reiter? Achso, meine Fernkämpfer sind Trupp 3. Huch. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue. Ich habe meine Reiter gar nicht irgendwie auf einen Trupp geeinigt. Okay. Ihr werdet aufgefrischt und dann werdet ihr noch aufgefrischt und dann sind wir soweit. Einsatzfähig, das sieht doch gut aus. Also unsere ganzen Reiter gehen mal hier zur Seite. Das ist unser Trupp 4. Okay, dann haben wir hier einen ganzen Haufen Schwertkämpfer. Und die kommen mal hier unten, hier drüben hin. Erek, was war mit dir, Mann, weiß ich noch nicht. So. Und dann haben wir hier Trupp 3, ne? Haben wir ja gesagt, Trupp 3. Und dann seid ihr mal wegen Trupp 1. Wie soll ich mich Trupp 1, 3, wie... Ihr mich halt, da ist noch irgendjemand. Da. Okay. Gut. So, dann sollte es doch eigentlich hier ganz problemlos funktionieren, wenn wir die alle hier runter beordern. Sind die Kanonen schon unterwegs? Ja, ich weiß es nicht. Sollen wir einfach mal die Tür öffnen? Ich würde sagen, machen wir das der Sonderansatz Trupp 7. Denn 7 bringt Glück. Soll ich mal hier den Falken lang schicken? Dann wollen wir mal. Okay. So, jetzt die Frage, sollen wir erstmal abwarten? Ich tue mein Bestes. In Ordnung. Wir laufen erstmal vor. Ach, guck mal, da bauen sie einen Aussichtsturm. Verstehe. Gut. Da geht man erstmal vor. In Ordnung. Der sieht ja, wenn Truppen kommen. So, und ihr geht einfach auch mal vor. Einfach vorgehen. Vorsichtig. Okay, Dario wittert Feinde. Ach, guck mal, da ist irgendein Stadtzentrum. Macht sie nieder. Trupp 7, Stadtzentrum aufs Korn nehmen. Einmal schöner Stadtzentrum ins. Alter, wie schnell geht dieses Stadtzentrum kaputt? Wie ihr wollt. Alter, wie krank. Sehr wohl. In Ordnung. Wie krank ist das denn bitte? Wie schnell haben Euer sie dieses ist Stadtzentrum niedergebügelt? Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja, mein Herr. Okay, bislang keine Gegenwehr. Feinde haben einen Held attackiert. Dario bleibt da stehen. Okay, da oben kommen wir erstmal nie durch. Da kommen jetzt erstmal ein paar Leibeigene. Okay. Oh, da kommen die Truppen. Interessieren die sich überhaupt annähernd für uns? Ich glaube, die interessieren sich so überhaupt nicht für uns. Euer Wunsch ist mir. Okay, so, dann machen wir euch mal kurz diese Baustelle hier kaputt. Macht sie nieder. Auf in den Kampf. Ja, dann rennt ihr meinetwegen dann in den Tod. Auf in den Kampf. Wenn ihr Spaß dran habt, ja, so gut gehen wir mal hier rüber. Wünscht, nur Mut. Wir werden siegen. Und da geht man hier rüber. Jawohl. Ja, mein. Und wir gehen mal hier vorsichtig im gelben Gebiet ein wenig stöbern. So, also die kriegen erstmal ordentlich auf die Nase, das ist schön. Und unser kleiner Angriffstrupp kümmert sich dann erstmal darum, hier ganz gemütlich die Gelben auszuschalten. Wer ist denn gelb? Ist gelb Mary? Ja, eigentlich ja schon, ne? Weil rot der Kerberos ist. Jo, das ergibt Sinn. Da kommt eine Kanone. Könnt ihr mal die Kanone in Ruhe lassen und lieber auf den Kanonenturm schießen? Gebt euch doch nicht die Kanone. Hallo, Moment. Oh, ja, Dario muss hier noch ein paar Meter ranrennen. Macht sie nieder. So gut ich. Bleibt da schön stehen. Einfach stehen bleiben. Einen Held attackiert. Wenn das so weitergeht, ist das erstmal okay. Also es kommen auch noch gar keine Feinde halt hier irgendwie, ne? Ich meine, Kerberos greift an. Ah, von Mary kommt irgendwie erstmal gar nichts. Gut. Dario soll sich hier bitte ein bisschen sehr wohl bewegen. Ach, schön, da oben so ein Teleskop. Ja, das meine ich, ne? Das ist ein schöner Ort. Da wird dann das Teleskop hingesetzt und dann gucken, haben die hier ein bisschen Aussicht. Das ist doch wunderbar. So, den Kanonenturm machen wir kaputt. Dann werde ich hier die Mühle nochmal ein bisschen beschädigen. Wir kümmern uns. Perfekt. So gut ich kann. Dann reparieren die daran nämlich erstmal und können in der Zwischenzeit nicht auf die doofe Idee kommen, irgendwelche weiteren Kanonentürme zu bauen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Das klingt doch erstmal gar nicht so schlecht.
Ich mache hier mit drei Truppen Scharfschützen die ganze Siedlung platt. Ein Kerberos stürmt gegen uns an. Das ist jetzt ein bisschen frech, was ich hier mache, ne? Aber das, sowas ist halt, das ist halt taktische, das sind taktische Spielchen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Oh Gott, können wir mal aufhören, hier wild in der Gegend rumzuballern? Wie ihr wollt. Oh, hier sind auch ganz schön viele Kanonentürme. Jetzt fängt es gleich wieder an zu riechen, ne? Ich sehe schon. Also hier laufen Leibeigene rum, eine ganze Menge sogar. Aber sonst passiert hier nicht viel. Und die können ja alleine auch nicht so mega viel Schaden anrichten. Muss ich tatsächlich sagen. Also theoretisch könnte ich jetzt hier die Reiter reinholen. Werden wir gerade angegriffen oder so? Nö, ne? Da war gerade ein Angriff. Ich glaube, der ist gerade vorbei. Können wir unsere Reiter mal kurz... Oh, 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 Dario. Na, musst du dich mal kurz erholen. Für das Volk. Muss Dario sich mal ein bisschen ausruhen. So soll es sein. Auf in den Kampf. Mach den Leibeigenen platt. Dankeschön. Und dann das Teleskop weg. Motivation. Wir wollen nicht, dass sie motiviert sind hier. Macht sie nieder. Bis in den Tod. Ja, also die Reiter sind schon mal da. Okay. Und da sind die, glaube ich, jetzt dabei. Ich glaube, die sind jetzt dabei, ein Türmchen zu bauen. Kann das sein? Das finde ich ja sehr frech. Bin ich ja sehr frech. Wie ihr befehlt. Okay, ihr bleibt schön hier. Oh, was ist das denn hier? In Ordnung. So soll es sein. Nee. Da ist ein Kanonenturm. Finde ich nicht gut. Sehr wohl, sehr wohl. Da müssen wir mal schnell rüber. In Ordnung. Kanonenturm darf natürlich nicht auf uns schießen. Auf sie! Oh, Alter, Dario schreit hier rum. Auf sie! Okay, Kanonenturm, null Problemo. Was machen wir mit euch? Ah, da sind Truppen. Oh, jetzt geht's aber rund. Da sind tatsächlich ein paar Truppen. Okay. Mary kommt mit ihren ersten Truppen anmarschiert. Ist das eine Kanone, die da kommt? Ich glaube, da kommt tatsächlich eine Kanone. Ja, da kommt tatsächlich eine Kanone. Jag sie hinfort. Euch wird nichts geschehen. Gut. Okay. Ich glaube, Leute, wir ziehen uns jetzt mal kurz zurück. In Ordnung. Oh, nee, ihr bleibt da stehen. Wo sind meine Reiter? Hier sind meine Reiter. Wir kümmern uns darum. Okay, die Reiter haben jetzt alle gut aufgemischt. Ja, ja, habt ihr sehr gut gemacht. Wir werden siegen. Okay, das ist jetzt ein bisschen brutal, was da ankommt. Ja. Ach, verdammt. Ihr werdet angegriffen. Jetzt haben die hier echt einen neuen Kanonenturm hingesetzt. Alter, das ist ja wohl frech. Und jetzt regnet's, na klar. Es regnet. Wie ihr befehlt. Ist der Turm kaputt? Ja, komm. Okay, Mary ist jetzt erstmal mit ihren Leuten, mit ihren Getreuen hier, um die Reiter hier aufzuhalten. Boah. Okay, ihr geht mal hier rüber. Komm mal hier rüber, bitte. Und greift von hier an. Dann entzerren wir das Ganze ein bisschen. Und dann kriegen wir die Reiterei auch kaputt. Ich glaube, das haut hin. Könnte hinhauen dieses Mal. Wir haben hier noch fast zwei ganze Trupps. Ja, perfekt. Wunderbar. Und einige Händler sind eingetroffen. Okay, also Mary scheint sich mehr um die Verteidigung zu kümmern als um den Angriff. Das ist ja ganz angenehm. Hier wurden wir auch immer noch angegriffen. Hat Dario eigentlich überlebt? Ja, Dario hat das Ganze irgendwie überlebt. Ja, Herr. Das kann ich. Jawohl. Das kann ich. Okay. Wir erledigen das. Sofort. Wir rennen einfach mal hier durch, ne? Ihr habt ja euren Spaß. Wir kümmern uns darum. Wir gehen mal hier hoch. Befehlt. Ah, weiter als bis da kommen wir gar nicht. Oh, das ist natürlich bitter. Aber das ist eine Garnison. Attacke. Dann machen wir mal die Garnison kurz kaputt. Es klappt, falls wir da rankommen. Aua. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Kanonenturm. Sie greifen an. Für Ruhm. Das ist natürlich frech. Das ist natürlich frech, dass hier ein Kanonenturm steht. Sieht er uns hier hinten auch in der Ecke? Oder wie viel Schaden macht der? Ich hab gerade eine Elfe gesehen. Komm mal hier rüber. Greif mal von hier an. So, jetzt schießt er auf den da. Okay, mal gucken. Okay, ich weiß nicht, was ihr hier vorhabt. Okay, unsere Schwertkämpfer sind komplett tot. Weil komplett doof. Die haben sie aber mal komplett selbst geopfert.
Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Ach, schade. Ach, Mist. Oh. So soll es sein. Die haben mich echt bis hierhin verfolgt. Ja. Okay. Ja, mein Herr. Na gut. War ja eigentlich zu erwarten, ne? Dass ihr irgendwie hier rumrennt. Dann gucken wir nochmal, wie weit der herkommt. Wie weit mein letzter getreuer Reiter Rohans noch irgendwie hier überlebt. Oh, der macht. Er macht sich. Er schlicht sich sehr tapfer, ne? Er macht sich gut. Okay, hier ist ein Stadtzentrum. Wie ihr befehlt. Oh, und hier sind 10.000 Kanonentürme, okay. Hier ist die Burg. Eieieiei. Ihr werdet angegriffen. Heide Witzke, ey. Okay. Auf in den Kampf. Mach mal hier den Kanonenturm kaputt. Oder hier die Reiterei. So. Ah, nein! So soll es sein. Ja, Herr. Das ist ja kacke. Das ist ja doof. Okay, da kommen die nächsten. Okay, jetzt kommt der Angriff von Mary. Jetzt walzt Mary mit ihren Leuten hier an. Okay, ja. Da müssen wir jetzt natürlich, da müssen wir jetzt natürlich ein bisschen auf sie rein walzen. Schlag sie alle in die Flucht. Okay, wunderbar. Perfekt, die sind alle weggelaufen. Oh, das wird jetzt ein... Lass da müssen wir uns jetzt gut verteidigen. Ich mach das schon. Okay, wir brauchen ein paar Leute. Und hier wurden wir noch nicht angegriffen. Okay, Marys Leute scheinen jetzt tatsächlich erstmal hier rüber zu laufen. Alter, wie das hier krabomst und krabengst und was auch immer hier. Ihr geht mal hier reparieren, ne? Schafft ihr. Kriegen wir das hin? Kriegen wir auch hin. So, kriegen wir hier die Kanone noch kaputt? Okay, da kommt der Nachschub. Noch mal ein paar Leute. Aber die haben jetzt keinen Bock mehr. Wir haben jetzt anscheinend erstmal keine Lust mehr. Euch. Ihr werdet angegriffen. Seid Alter, das hat aber richtig gerumst jetzt. Oh, der Reiter ist tot, leider. Okay, dann würde ich sagen, so soll es sein. Machen wir jetzt... Ah, nee, die müssen hier bleiben. Die müssen eigentlich alle hier bleiben. Und mit den Herrschaften marschieren wir jetzt los. Da kommt schon wieder die nächste Runde. Gut. Sehr wohl. Ja, mein Herr. Okay, die gehen auf Dario. Gut. Ja. Das heißt, Dario bleibt hier mal stehen und ihr schnappt euch den Kanonenturm, bitte. Attacke. Okay, die ziehen sich hier zurück. Bin ich okay? Bin ich voll okay? Eure Arbeiter empfangen so, den Segen, dann gehen wir hier rüber. Wird gemacht. Oh, da kommen sofort. Schon wieder so viele. Macht sie nieder. Da kommen schon wieder so viele Leute hier an. Sie greifen an. Alter, die haben ja echt schon wieder die Kanonentürme alle nachgebaut. Seid ihr denn... Wie asozial ist denn das? Boah, ist das gemein. Wie soll ich hier denn vernünftig durchkommen, wenn die hier schon überall wie den Kanonentürme nachbauen? Gut, wie ihr wünscht, mein Herr. Alter, ist das dreist. Ist ja richtig dreist. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Okay, und die haben uns jetzt hier... So ja, die Kanone haben sie zerstört. Jetzt oh, da kommt Marys nächster Angriff. Oh, jetzt nehmen sie uns voll in die Zange. Okay, das schafft man nicht. Okay, das schaffen wir nicht. Das wird ein bisschen krass. Seid unbesorgt. Okay, Mary hat hier ihre nächste Welle stehen. Okay, wir müssen die Typen da jetzt wegballern. Die hier im Tor stehen, die müssen weg. Okay, gut. Jetzt lauft. Kommt zurück. Rettet euch. Rettet eure Haut. Solange ihr es könnt. Das ist ja genau der Spruch, den wir immer hören wollen. Ja. Wird erledigt. Schön. Wird gemacht. Das wird knackig. Wenn ihr meint. Das ist noch sehr knackig hier, das Ganze. Okay, den Kanonenturm, den habt ihr sehr gut repariert. Jetzt müssen wir erstmal hier vorsichtig zurücklaufen. Haben wir hier noch mehr. Wo haben wir? Haben wir hier noch irgendwo ein paar Leibeigene? Hier hinten haben wir noch ein Leibi. Können wir hier vielleicht einen Schießplatz bauen? So, gucken wir mal. Okay, also die ziehen sich jetzt erstmal zurück. Okay. Ja, Herr. Also das müssen wir sehr, sehr gut organisiert angehen, hier diese Angriffe. Zahltag. Also wir sind einmal ganz gut durchgestürmt mit Reitern. Ich glaube, Reiter sind tatsächlich ein sehr probates Mittel, um da wirklich durchzukommen. So, da kommt jetzt auch die nächste Angriffswelle von Mary. Ich glaube, das ist schon sinnvoll. So soll es sein. Einfach mit Reitern hier durchzupreschen. Ich glaube, das ist so mit das Beste, was wir machen können.
In Ordnung. Okay, Dario, komm mal hierher und mach. Eure Haut, solange ihr es könnt. Alter, wie viele Leute da kommen. Ja. Guckt euch das mal an. Das ist ja der Wahnsinn. Gut. Ja. Wie viele Leute sind denn das? Alter, ist ja krass. Ja, mein Herr. Hier, Leute. Information. Hier geht er auch mal mit dahin. Oh, die machen echt hier die ganzen Kanonentürme richtig nieder jetzt, ne? Ich glaube, da muss ich mal ein bisschen nachjustieren. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Kerberos? Am Ende seine Kräfte und wo willst du hin? Boden. Wo will denn Kerberos hin? Ihr werdet angegriffen. Wo will der denn hin? Okay, also Pilgrim ist gestorben, ja, da hinten irgendwo. Das macht aber nichts. Ach, hier haben wir noch. Ach, hier haben wir auch noch ein paar Leute. Okay. Na gut. Okay. Ja, macht die Kanone kaputt. Dankeschön. Sehr gut. Oh, wir haben eine Kanone. Ah ne, wir haben noch keine Kanone verloren hier. Wir erledigen das. So, die da drüben, die werden auch ganz schnell erledigt sein. Das Gebäude ist ausgebaut. Okay, ihr verfolgt ihn einfach mal. In eurem Reich. Selbstmordtrip. Dafür sind wir genau die richtigen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Guckt euch den an. Feinde greifen euch an. Oh. Wie ihr befehlt. Ja, Selbstmordtrip ist ein bisschen sehr selbstmordgefährdet. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Die haben schon wieder so viel Nachschub geholt hier. Ja. Okay, also es wird eine krasse Nummer hier. Es kommen schon echt viele Leute hier an. Kerberos hat sich einfach gedacht, ich laufe hier einfach mal durch. Ich mache hier mal Randale, aber dann war es das auch. Das kann ich. Da kommen wieder Kanonen. Okay, die werden wir mal sehr schnell kaputt machen hier. Nichts lieber als das. Alter, könnt ihr mal unsere Kanonen in Ruhe lassen? Hier, die Kanone bitte. Die läuft, die fährt einfach so durch. Das interessiert sie so überhaupt nicht. Sie greifen an. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Hier müssen wir einen Nachschub holen, bitte. Dankeschön. Die reparieren hier immer noch. Ja gut. Brauchen wir nochmal ein paar weitere Kanonentürme. So, Darius ist wieder da. Sehr gut. Pilgrim lassen wir noch ein bisschen liegen. Den stört das, glaube ich, nicht so, wenn er sich mal ausruhen kann. Der kann sich entspannen. So, Leibeigner hier rüber. Aber gern. Sieht doch gut aus. Ich glaube, das läuft. Also Verteidigung haben wir jetzt erstmal hingekriegt. Ich weiß nicht, ob unser erster Angriff wirklich eine gute Idee war. Ich meine, wir haben natürlich hier schon einiges weggemacht, aber es sind so ein paar freche Leibeigner, die halt einfach neue Türme bauen. Das ist schon sehr... Also es ist schon sehr ungezogen hier, muss ich echt sagen. Sowas habe ich auch nicht erwartet, dass sie sich solche Frechheiten erlauben. So, die sind jetzt erstmal hier bedient. Die Frage ist, kommt jetzt da der nächste große Angriff? Oh, kommt jetzt da gleich der nächste große Angriff? Trupp 8 ist jetzt mein neuer Reitertrupp. Das Gebäude ist ausgebaut. Kommt da jetzt gleich noch ein großer Angriff? Oder ist es das gleich? Achso, komm, Leute. Wir lassen mal Pilgrim wieder aufstehen. Die Folge ist auch gleich vorbei. Und wir machen erst in der nächsten Folge einen Angriff. Sonst überspiele ich das hier alles schon wieder komplett. So, wo können wir noch einen Kanonenturm hinsetzen? Hier. Und ihr geht meinetwegen erstmal weiter Holz hacken. Ist gut. Wir bauen hier aus. Das Gebäude sind vorbereitet. Da kommen die nächsten Truppen. Ja. Aha. Aber es ist immer nur so einer, ne? So ein Trupp jetzt gerade. Der wird tatsächlich auch nicht wirklich durchkommen. Ausbau vollbracht. Die durchkommen. Es ist nicht so, dass die irgendwie hängen bleiben. Ach, hier haben wir ja noch ganz viele Leibis. Stimmt ja. Ausbau abgeschlossen. War ja was. Okay, also Kerberos kommt wieder an. Mary scheint sich erstmal wieder in der Verteidigung zu sammeln. Wo liegt überhaupt Mary? Die ist doch hier irgendwo reingerannt. Die muss doch hier irgendwo rumliegen. Also Kerberos liegt hier. Das ist relativ eindeutig. Aber wo liegt Mary? Wo liegt Marie de Morfiché? Wo hat's die hingehauen? Oder hat sie sich wieder zurückgezogen? Vielleicht hat sie sich auch wieder zurückgezogen. Wer weiß das schon?
Ich sehe sie zumindest gerade nicht. Aber vielleicht ist sie tatsächlich wieder zurückgegangen zu ihren eigenen Leuten. Hm, keine Ahnung. Fertig. Oder sie ist irgendwo durchgelaufen. Nun denn, wir beenden für heute die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann werden wir mal wieder den nächsten Angriff mit unseren Reitern machen. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.